uns gar nicht ähnlich. Was sie damit wohl bezwecken? Bestimmt wollen sie uns verwirren. Schaut und staunt, liebe Kunden. Rubin, Mais und Kosmokaktoren. Nur hier können sie... Das älteste hier im langen Tal. Ich wünsche eine angenehme Ruhe hier. Und selbst dieses Fest machen von Planieren gesehen. Windräder.
Was denn? Kundschaft? Klarstellen. Meine Ware verkaufe ich nur an besondere Kunden. Es wird gesagt, dass unsere Buchhandlung ihren Ursprung hier in Cosmo hat. Die Erinnerungen des Planeten werden hier immer aufgetragen. Dieses Mittelchen. Ein kleiner Energiekick oder ein Appetitanreger. Was darf es denn heute sein? Ich bin in diesem wunderschönen Dorf geboren und aufgewachsen. Ich hätte ein Hüter dieses Tals werden sollen, aber stattdessen wurde ich von Shinra verschleppt. Meine Schuld ist beglichen. Nun will ich wieder meinem Dorf und seinen Leuten dienen. Ich danke euch für eure Hilfe. Von Herzen. Du wirst uns ganz schön fehlen. Ach, jetzt sag doch sowas nicht. Sonst fange ich noch an zu heulen. Wisst ihr, dieses Dorf hier zu beschützen,
Das ist mein Schicksal. Du kleiner Schlingel, hast uns hinters Licht geführt. Ich wollte einfach nur nicht, dass ihr mich wie einen Hund behandelt. Oh, Lalaki! Opa! Ist das Lebewohl? Solange wir hier sind, treffen wir ihn bestimmt nochmal. Wichtiger ist jetzt, warum wir hergekommen sind. Um etwas über den Planeten zu lernen, nicht? Und für ein paar Materia natürlich. Also ich werde... Ja, hier soll's gehen. Ich schalte ein wenig ab. Hoffe, das stört euch nicht. Und wir erkunden das Dorf. Runter. Aber wenn sie die Arma in Coral oder Gongaga gesehen hätten, so wie wir, hätten sie bestimmt keine Zweifel mehr. Die Leute hier hingegen, die haben's gerafft. Die wollen den Planeten alle retten, das sieht man ihnen an. Ob wir sie für Avalanche rekrutieren können? Ich wünschte, ich wäre viel früher hierher gekommen. Ach, Professor Gast. Meine Güte, sei die Königin wirklich einzigartig. Wir alle stammen vom selben Planeten. Sind ich kenne alle. Wir finden gerade ein Seminar statt. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. An diesem Ort sind Interessierte eingeladen, sich über die Planetenkunde auszutauschen. Jeder Erfahrungsbericht zeigt uns erneut, was für ein Segen es ist, auf diesem Planeten leben zu dürfen. Um am Seminar teilzunehmen, ist allerdings die Empfehlung eines Kundigen vonnöten. Deswegen kann ich leider keinen Einlass gewähren. Doch heute findet das Seelengeleit statt. Ich bin mir sicher, dass diese Zeremonie ebenfalls ein ganz besonderes Erlebnis ist. Gedanken sind Teil der Weisheit.
So trifft man sich wieder. Wie wäre es mit einem Foto, wie du zum Planeten betest? Beim Anblick schöner Landschaften wird mir immer wieder bewusst, dass man nicht alles auf einem Foto einfangen kann. Diese Art von Wunder muss man einfach mit eigenen Augen sehen. Aber genau das spornt mich auch an, immer bessere Fotos zu machen. Berichte mir bitte, wenn du einen besonderen Ort für ein Foto gefunden hast.
ist natürlich das Allerwichtigste. Wie heißen Sie? Brauchen Sie aber nicht. Ich hab schon im... Sie, mein Lieber, deswegen freue ich mich ganz... Nein, sagen Sie nicht. Wir?
Haben Sie das gesehen? Einfach sensationell! Diese Technik war nicht zu toppen. Keine Chance. Wir haben endlich den stärksten Spieler weit und breit gefunden. Wie ein Komet fiel er vom Himmel. Ohne Vorwarnung. Strahlend hell und unglaublich heiß. Das haut einen doch völlig aus den Socken. Nichts ist, wie es war. Dieser Mann wird die Welt von... Da bin ich mir... Ich bin immer noch ein stärkerer Spieler. Also bleiben... Ich gratuliere. Du hast nun den Rang Blutbaron erreicht. Cloud, der Roboter Wise, gegen den du auf der Fähre gespielt hast, hat ein Versionsupgrade erfahren. Er befindet sich momentan unterhalb des Gold Saucers. Tritt doch erneut gegen ihn an und finde heraus, ob das Upgrade etwas gebracht hat. Meister Bugenhagen hat angeordnet, dass ich niemanden hier reinlassen darf. Möge der Planet uns auch diesen unseren Blick auf die Kosmoflotte. Auch wir erwarten bereits voller Spannung und Freude das Seelengeleit. Was ist? Ein ganzes Jahr haben wir uns gewissenhaft auf Nacht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute schaffen. Thank you.
Kraft, mein Link. Möge. Shinra-Gebärdensprache? Ich bin Ex-Soldat. Die Shinra-Gebärdensprache wurde für Handzeichen bei Einsätzen verwendet. Ich habe daher Grundkenntnisse. Du willst spielen? Thank you.
gutes Spiel. Sag mal, hast du etwa auch gedient? Verstehe. Viel Erfolg dabei. Gerade gewartet. Der Planet jede ausgegeben, denn...
Ich gebe zu, so hatte ich unser Zusammentreffen nicht vorhergesehen. Alles deutet darauf hin, dass der Lebensstrom aus den Fugen geraten ist. Ich spüre eine düstere Macht. Sie wohnt diesem Spiel inne. Hüte dich, Reisender. Du magst dieses Spiel beherrschen, doch in Wahrheit beherrscht es vielleicht bereits dich. So viele Spieler haben bereits unter mysteriösen Umständen ihr Leben lassen müssen. Also vergiss nie den Karten den Respekt. Ich bete dafür, dass der Planet diesen Reisenden auf all seinen Wegen begleiten möge. Wenn wir unsere Herzen öffnen,